Hallo und herzlich willkommen zu The Plo Newsroom, Folge 21d, aufgenommen heute am 15. April 2024. Und mein Name ist Philipp Bauer aus München und mein Co-Host. Ist Fred van Dijk aus Rotterdam. Hi Philipp. Hi, Das ein Jahr später und wir sprechen wieder Deutsch. ja, Ja, wir es wird sprechen schwierig. öfters Deutsch, aber natürlich ist es wieder für eine besondere Gelegenheit, dass wir es jetzt wieder auf Deutsch aufnehmen. Eine Sonderausgabe für natürlich den anstehenden World Plone Day in 2 Tagen. Genau, deswegen nehmen wir auf und versuchen irgendwie nicht auf Englisch zurückzuwechseln, wenn wir nicht mehr wissen, was wir sagen wollen. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen davon aus, dass die meisten, die das hören, seit einem Jahr keinen The Plone Newsroom gehört haben, weil der sonst immer auf Englisch ist oder keine Ahnung, weil es sonst zu viel ist. Das heißt, wer dem für jeden Monat, alle 2 Monate folgt, da sind ein paar Wiederholungen vielleicht drin, aber wir haben vielleicht auch ein paar Themen, die trotzdem interessant sind. Und wir quatschen halt ein Genau. bisschen mal auf Deutsch über für den World Plone Day. Ja, also, Ja. Ja, und wie was gesagt, gibt's Neues? für dich ist es Muttersprache, für mich ist es Fremdsprache, aber wir schauen mal, wie es geht. Und ich muss sagen, ich arbeite natürlich auch jetzt viel für deutsche Kunden und arbeite in ein schönes deutsches Team. Also hoffentlich wird in 5 Jahren ist mein Deutsch so gut, dass du es nicht mehr bemerkst, aber wir schauen mal. Ja, Ja. ein deutsches Team mit Brasilianern, Amerikanern, keine Ahnung, schon sehr bunt gemischt, dein Team. Genau, und einige Leute aus Bonn. Ja, So, genau. ja, letztes Jahr hatten wir eine Art ein bisschen Standardausgabe gemacht, Neuheiten und dann auch, weil wir das auf Deutsch erstmal hatten, wir Foto mal, wie heißt das, präsentiert, was da alles neu ist. Hergezeigt. Wir haben das gezeigt. Wir werden jetzt natürlich wieder etwas, weil wir haben ja genügend Neuheiten. Also ja, lassen wir mal anfangen. Neuheiten. Was war da in der Entwicklung die letzten, die Software-Neuheiten? Ja, was ist seit letztem Jahr passiert? Eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Plone 6.0 ist immer noch die aktuelle Version, inzwischen in 6.0.10. Plone 5.2 gibt es immer noch, oder ja, aber Ja. nicht mehr lang. Das Interessante daran ist, dass der Support für Plone 5.2 Ende 2024 tatsächlich im Oktober schon aufhört. Das liegt aber nicht an Plone oder daran, dass wir voll sind, keinen Support mehr machen wollen oder sowas, sondern es liegt an der Python-Version, die von Plone 5.2 unterstützt wird. Der Security Support durch die Python Software Foundation für die Python-Versionen, auf denen Plone 5.2 läuft, endet schlicht und ergreifend im Oktober diesen Jahres. Das war Python 3.8. Und es ist da so, Plone 5.2 war ein so ein Zwischenversion, die sowohl auf Python 2 als auch Python 3 gelaufen hat. Man konnte während die ganz große Python 2 nach Python 3 Migration konnte man Plone 5.2 auf beide Versionen laufen lassen. Das meint, dass da doch viel Code drin war, der ein bisschen komplex war und natürlich für 2 Python-Versionen funktionieren musste. Plone 6.0 hat das alles bereinigt. Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum wir Plone 5.2 nicht bis noch 10 Tage unterstützen, noch 10 Jahre unterstützen könnten, auch wenn wir das gern hätten, weil es gibt da 2 Python-Versionen drin und man hat sehr viel daran aufgeräumt. Während der Entwicklung von 6.0 haben wir, glaube ich, auch noch mehrere Bugs gefunden mit genau diesem Unicode-Handling und anderer Sachen. Also ja, wir müssen den alten Code einfach einmal los. Und das bleibt eigentlich jetzt bei Plone 5.2. Also Plone 6 funktioniert nur noch auf Python 3. Und du sagst, nicht so viel geändert, aber doch noch seit letztes Jahr, Plone 6.0 läuft jetzt auch auf die neue Python-Version, Python 3.12. Also da ist doch letztes in dieser Mini-Version von Plone 6.0.0 nach Plone 6.0.10, inzwischen 10 oder 11 Releases, Das war wichtig, also wird weil ständig noch gepatcht. genau, also dass wir die neuesten Python-Versionen mit 6.0 noch unterstützen, das gibt uns natürlich einen längeren Security-Support für die Plone oder die Möglichkeit, längeren Security-Support für die Plone-Versionen selber anzubieten. Und 5.2, ich meine, das war nicht nur so, dass da noch Python
2 und 3, also jetzt nicht nur 3, irgendwie 6, 7 und 8, was es war, sondern eben auch Python 2.7 drin war, was ja seit Anfang Januar 2020, also jetzt schon über 4 Jahre her, nicht mehr supported wird, ist drin. Aber es ist auch noch Archetypes drin und der ganze Käse und der Migrationscode von Dexterity nach Archetypes, und da ist die ganzen Zöpfe konnten wir einfach abschneiden. Und ja, wir sind natürlich ganz happy, dass wir das jetzt mit 6.0 nicht mehr haben und damit sauber, quasi eine saubere Basis haben zum Entwickeln. Und da geht es natürlich auch weiter in die Richtung, dass man diese Basis zum Entwickeln ein bisschen mehr weiter aufräumt für die Version 6.1. Die soll nämlich noch, was mir erzählt wurde, im Frühjahr diesen Jahres erscheinen. Ich meine, das Frühjahr, hier war letztes Wochenende schon Sommer, ich hatte einen Sonnenbrand, aber eigentlich ist noch April, es könnte auch noch schneien heute, also es ist ein richtiges Aprilwetter. Insofern ist es in Ordnung, dass das vielleicht noch einen Monat dauert. Vor einer Stunde hatte ich hier noch Hagel draußen. Okay. Ja, es ist immer noch, also in Niederländisch sage ich, April mag, was er will. Ja, genau. Das gibt es wahrscheinlich auch auf Deutsch. Was wir da haben jetzt, wir haben jetzt Blown 6.0, die Standardversion von nochmal zur Erläuterung, Blown 6.0 gibt es jetzt in 2 Varianten, die Classic UI-Variante und es gibt die neue React-basierten Frontend, der empfiehlt wird für neuen Websites, der heißt Volto. Und der hat ein eigenes Release-Schedule, aber wir haben noch immer gesagt, okay, wenn da zum Beispiel bei Blown 6.0 war Dezember 2022, da war Volto 16 war der aktuelle Stand, das ist jetzt auch die empfohlene oder die stabile Version sozusagen, die extra stabile Version, da werden nur kleine Patches gemacht, aber keine große Änderungen, die auch im Frontend Probleme geben können, weil wir haben da jetzt wir sind doch eine Weile dabei schon, Philipp, und wir sind jetzt natürlich auch gewechselt nach Plone-Entwicklung mit Foto-Websites. Aber meine Güte, was ändert sich alles schnell in diesem JavaScript, dieses JavaScript-Ökosystem? Bevor man dann weiß, gibt es wieder eine neue React-Version, gibt es wieder eine neue Bibliothek-Version hier, gibt es eine neue Node-Version. Alles, was wir das in der jetzt... Nicht nur an dem JavaScript-Ökosystem, das einfach sich generell schnell bewegt, sondern es ist auch die Plone-Entwicklung für das Frontend, die schnell ist. Also, und ich rede jetzt nicht nur von Victor, sondern vielen, vielen anderen von den Volto-Entwicklern. Da passiert einfach unglaublich viel innerhalb von 2 Monaten. Und let's face it, unsere Projekte laufen nicht auf Volto 16, außer Sachen, die ganz am Anfang deployed worden sind und nicht mehr angefasst werden eigentlich, sondern also wir haben entweder Volto 17 oder Volto 18 Alpha am Start, und für die kommende Version Plone 6.1 wird das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das kannst du mir mal erzählen, wird Volto 17 die Standardvariante oder würden wir rechtzeitig Volto 18 raus haben? Ja, das ist interessant, was da passieren wird. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es vor einer Weile Victor noch nicht gefragt, Moritz auch nicht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was da jetzt, was da gewählt wird. Aber wie du sagst, Projekte, die ich auch letztes Jahr gestartet habe, habe ich immer Volto 17 verwendet, weil Volto 17 funktioniert hervorragend mit Plone 6. Als Backend. Genau. Aber ja, natürlich in die Volto 17 sind natürlich neuere Sachen hinzugekommen, die davor als Add-ons oder als Probe oder wie wir immer schon eigentlich Add-ons für Plone entwickelt haben. Man sieht ein Problem, man bedenkt dafür man macht dafür eine Lösung in ein Add-on, das wird populär, das wird immer noch mehr populär, und dann wird es manchmal wird es Bestandteil vom Core CMS. In Volto 17 war da Gridblock war ein Add-on und ist genau. Standard im Core gekommen. Es war nicht das ultimative Gridblock, was man sich wünschen kann, aber das war, weil einfach zu viele Leute verschiedene Wünsche an einen vertikalen gegen horizontalen Layout, ich mache es genau umgekehrt, horizontalen gegen vertikalen Layout, gewünscht hat, weil ein Gridblock ermöglicht es, dass man normalerweise mit einem Block-Editor von oben nach unten geht, dass man Ausflüge nach links und rechts macht und sagt, okay, ich möchte jetzt kurz hier 3 Spalten haben.
Das ist jetzt im Core. Ein Image-Block war da hinzugefügt, das responsive und auch die Skills besser verwendet. Ja. Und so gab es noch Backend-Arbeit notwendig für, ja. Und so gab es bessere Linting-Support, weil das, wie gesagt, Linting und Formatting ist eigentlich ja eingebaut, wenn man ein Fotoprojekt aufbaut mit einem Cookie-Cutter-Template, dann wird das alles schon richtig konfiguriert und gesetzt. Aber da gibt es auch neue Versionen. Also den ganzen Default Setup von einem Foto-Projekt war in Foto 17 einfach etwas verbessert. Und in Foto 18 arbeitet man wieder an neue interessante Sachen. Aber ob das noch richtig fertig ist oder ob das noch vielleicht ein bisschen zu neu und noch nicht ausgereift ist, ja, das sollen wir mal für Viktor Mauritz und die anderen Hauptentwickler entlassen. Wir sollen auch einen Podcast machen und über solche Sachen reden. Wir müssen ja nicht alles wissen. aber also ich würde mir natürlich wünschen, dass Volto 18 da drin ist, weil in Plon 6.1, weil Plon 6.1 wird auch eine relativ lange Lebensdauer haben und wenn so immer die empfohlene Version vom Frontend hinter dem herhinkt, was man gerne selber in seinen eigenen Projekten verwendet. Das ist nicht die ideale Situation. Und wir hatten sehr viele Alpha-Versionen von Volto 18 schon. Insofern, ich würde mal dafür argumentieren, dass wir Volto 18 als Standardversion für 6.1 nehmen, aber meine Entscheidung ist es nicht. Ich fände es natürlich toll. Um mal etwas mit Englisch zu machen, latest the greatest. Genau. Ja, es sind einfach Features, die großartig sind und auch Welten öffnen. Also eine der großen Sachen, die da drin passiert, das sieht man jetzt als User oder als Entwickler auf den ersten Blick natürlich eigentlich nicht, ist diese Komponentenarchitektur. Das heißt, das Volto wird in Komponenten aufgespalten und manche Teile von Volto werden als eigene NPM-Pakete released, beispielsweise Volto Registry. Und ja. Volto verwendet die noch. Der Hintergedanke ist, dass man diese Features auch in anderen Systemen, die jetzt nicht React-basiert sind, verwenden kann als reine JavaScript-Komponenten, um beispielsweise mit irgendwelchen anderen Frameworks User-Interfaces für Clone oder für einfach völlig andere Projekte zu bauen, weil die Dinge, die dort entwickelt worden sind, schon sehr spannend und interessant sind und auch eine weitergehende Verwendbarkeit haben. Das ist jetzt nicht so, ach ja, nee, das ist ausschließlich für Plone interessant. Wir hatten kürzlich wegen diesem XZ-Hack im Internet ging es rum, irgendwie, es gibt so viele Dependencies in der Welt, die verwendet werden, unter anderem, und einer hat dann irgendwie getweetet oder auf Mastodon geschrieben, irgendwie kennt ihr euch noch an Soap Interface erinnern, das gibt's auch und das wird immer noch überall installiert. Wurde Soap. Wir so, natürlich wissen wir, ist auch wirklich gut gepflegt, aber der Grund, warum das beispielsweise mit Twisted und anderen Sachen mit installiert wird, ist, weil es einfach großartige Funktionalität und Architektur bietet, wo man Features mitbauen kann. Die Architektur von Soap Interface hätte tatsächlich auch in Python selber reinkommen sollen, also die Interface-Deklarationen, und stattdessen hat dann, glaube ich, Abstract Base Classes gewonnen, quasi, da gab es so einen Shootout, mehr oder weniger Diskussionen von zwei unterschiedlichen Architekturideen. Das ist interessant, wenn man das in der Geschichte, dass zum Beispiel der Benevolent Dictator for Life, Guido Verrossum, hat eine Weile für Soap Corporation gearbeitet, die damals fleißig an die nächste Version von Soap gearbeitet haben. Also da hat's wirklich das war nicht mehr als anderthalb Jahre. Ich bin eigentlich ganz sicher, das weißen die amerikanischen Planisters besser. Aber da hat es wirklich eine Auswechslung von Ideen. Ah, wir brauchen dies in unserem Application Server. Oh, vielleicht ist es doch etwas, was auch in Python, da ist doch wirklich einiges rum und hin und her gegangen. Aber der Guido hat das nicht, letztendlich hat Soap Interface nicht aufgenommen in der Sprache selbst. Und wie du sagst, da hat es dann Abstract Base Classes. Und jetzt gibt's auch Typing, was da vieles bringt.
Aber da war doch eine Möglichkeit eine Weile, dass da Ideen zwischen einer großen Applikation, die in Python gebaut wird, was für Behemmungen, was für Probleme sehen wir da, was für Aufwände, können wir das vielleicht in der Sprache selbst noch hinzufügen? Ja, wir haben das natürlich viel zu weit getrieben in Plone, weil wir gesagt haben, okay, dann machen wir mehr oder weniger jedes Feature in Plone, und zwar sowohl Backend als auch Frontend auf zwei verschiedenen Ebenen in eigene Python-Packages. Und haben, deswegen besteht Plone auch aus 250 plus x Python-Paketen, plone.content, plone.app.content. Ja, das war der Hammer. Schlag mich tot. Ja. Ist natürlich im Nachhinein eine doofe Idee, weil jetzt wenig Leute hergehen, also doofe Idee ist jetzt zu viel gesagt, das hat schon große Vorteile, aber was nicht passiert ist, war der ursprüngliche Punkt, dass irgendjemand hergeht und sagt, da ist Plone Dexterity, das ist die abstrakte Definition des Inhaltstyps Frameworks für Plone. Das könnte ich ja verwenden, zusammen mit Plone und aber was anderes bauen. Ist natürlich nie passiert. Aber auf der ZOP-Ebene, mit Zoto Interfaces beispielsweise, passiert das und mit Volto Component und Volto Registry und anderen Dingen kann das durchaus passieren, dass sowas kommt, und die sind eigene NPM-Pakete, sind aber keine eigenen Repositories. In Plone ist es nämlich so, dass wir nicht nur 250 Pakete haben, sondern das sind auch noch 250 einzelne Repositories. Das heißt, wenn man auscheckt, hat man eine ganze Menge Code rumliegen, wohingegen Volto auch in der Version 18 ein Monorepo ist, ein sogenanntes, was ich ein charmantes Konzept finde, dass halt die verschiedenen Pakete in einem Repository liegen und das funktioniert, weil das Setup jetzt mit PNPM, das ist quasi das bessere NPM. Jetzt holst du schon drei, vier Themen gleich rein. Also mal erstmal kurz Überblick. Also Volto 18, das war schon ein Thema bei Volto 17, wo man schon versucht hat, also die Monorepos waren schon am Ende, irgendwo beim Anfang waren schon damit experimentiert. Hat, dass wir, wenn man jetzt nach Clone Volto geht auf GitHub, ist da kein Source Directory mehr, worin alle Volto Source Quellen stehen, aber es gibt ein Packages Directory und Verzeichnis Directory, Verzeichnis, auf Deutsch, Verzeichnis, worin die verschiedenen Pakete dann liegen, und eine ist davon, ist Volto, aber zum Beispiel unser Cookie-Götter Generator steckt ja jetzt schön in Komponenten, steckt da drin, also das Monorepo war schon da, aber der letzte Stand ist, dass wir jetzt auch gewechselt haben von der Package Manager für das Frontend, für die JavaScript-Pakete verwenden wir nicht mehr Yarn, aber jetzt PNPM. Und PNPM ermöglicht es viel einfacher, Workspaces zu definieren und zu verwenden und funktioniert dabei auch sehr schnell und stabil. Und das ist diese letzte Möglichkeit. Und ich finde es ein bisschen schwer, weil ich weiß ungefähr Theorie, was da losgeht, aber in der Praxis habe ich es noch nicht gebaut. Aber was es auch ermöglicht macht, und das ist auch so ein Traum oder eine Idee, was wir schon eigentlich schon vor ein, zwei Jahren damit angefangen haben. Bis jetzt, wenn man jetzt ein Scaffold macht mit Cookie-Cutter und ein neues Volto-Projekt anlegt, dann gibt es immer noch ein Frontend-Directory, worin es eigenes an Konfiguration und andere Sachen gibt. Und das ist der Projektebene. Und dann gibt es darunter, im Source-Add-ons-Directory macht man eine Art Policy-Add-on, und darin kann man das eigene Projekt komplett konfigurieren und die. Aber es gibt doch immer so ein Projektebene, und es gibt ein Haupt-Add-on, worin auch Sachen konfiguriert werden. Und das Schöne daran ist, mit PNPM ist es jetzt auch möglich, um das Volto-Paket, das Volto-Modul komplett reinzuholen, alle Boilerplate, Schablone und so weiter darin auch zu verwenden, so dass eigentlich auf dem Hauptprojektebene die Unterschied zwischen ein Add-on und ein Projekt weggeht. Und das meint, weil was ich jetzt auch bemerkt habe, ich habe da noch ein Projekt mit dem Volto 16 angefangen, Volto 17. Oh, Lintes sind anders. Oh, ja, diese Konfigurationen sind anders. Ganz viel Boilerplate, den man wegschmeißen, neu machen muss. Und alles ist kaputt. Und die einfachste Möglichkeit war eigentlich, sobald man dann doch gewechselt hat und nicht mehr das Projekt im Hauptverzeichnis, im Frontend-Hauptverzeichnis konfiguriert hat, aber in ein Add-on, das ist einfach
einfacher ist, um schnell mal den Boilerplate für das Frontend, für die Frontend neu zu generieren mit Cookie Cutter Plone Starter, den Add-on wieder zurückzukopieren. Das habe ich auch gemacht, mehrmals schon. Also, ja, genau. Tipp, nicht versuchen, manuell die Unterschiede zu finden zwischen allen, aller Lint, ASLint RC und was auch immer noch drin, zwischen einem Volto 16 und einem Volto 18 Projekt zum Beispiel. Aber einfach, wenn man das schon in ein Add-on verschoben hast, neu Scaffolding generieren für Volto 18, Add-on Code übernehmen, wieder registrieren und dann ist man auf den neuesten Stand. Genau. Und fast, weil man muss, da habe ich so eben nur, man muss auch natürlich im Add-on selbst, gibt es auch noch die Linter-Konfigurationen und die muss man doch manuell noch übernehmen. Ja, aber das ist auch wieder, da baut man sich ein neues Add-on und zieht dann die Dateien drüber. Ja, aber wenn ich Cookie Cutter Plone Starter verwende, dann wird da schon ein Default Policy Add-on, ein Side-Add-on genau. Wird schon generiert und die kann man auch übernehmen. Muss man sich einfach diese Dateien holen. Also es ist sehr viel einfacher geworden. Und das ist toll, weil das die Einstiegshürde, je mehr Boilerplate und je schwieriger und unflexibler der Boilerplate ist, weil der mit verschiedenen Versionen bricht, ist die Einstiegshürde natürlich höher. Und mit diesem Projectless Backup Setup, also quasi das ein Add-on ist gleich das Projekt, könnte man so formulieren, macht es den Einstieg in die Volto-Entwicklung natürlich sehr viel leichter und angenehmer. Und das Nervige ist, dass man natürlich, man fängt an mit 16, dann hat man Project und in dem Project ist der Code. Dann fängt man an mit dem Add-on und dann hat man das Add-on drin. Und jetzt hat man kein Add-on mehr, sondern das Add-on ist das Projekt. Aber so ist es halt, wenn ein Projekt in der Entwicklung sich befindet, dann gibt man diese Iterationen mit. Und ich bin auch tatsächlich ein Fan davon gewesen, mir ein Diff anzuzeigen von dem Alt versus Neu. Und weil ich gucke mir jetzt nicht jeden Volto-Commit an. Ich bin ja nicht wahnsinnig, was Victor da andauernd macht und die anderen Leute. Naja, nicht nur Victor, das ist immer mehr Leuten arbeiten aber, daran aber, natürlich. Also am Scaffolding macht Victor sehr viel. Ja, stimmt. Und wenn ich mir das alles angucken würde, dafür habe ich keine Lust, aber den Diff mir dann am Schluss anzugucken, um rauszufinden, okay, wo ist hier ein Komma falsch, sondern warum hat sich was geändert und was bedeutet das jetzt für mich? Das ist natürlich eine Lernerfahrung, die wichtig ist. Ja, also Überblick, wir haben das Thema jetzt angefangen und wir plaudern schon 10 Minuten darüber. Was ist es jetzt zwischen Volto 16, 17 und 18? Naja, das ist doch hauptsächlich diese Versuche, um nicht diese Projekt versus Add-on Ebene, das haben wir jetzt in Volto 17, war das schon, glaube ich, drin. Auch ein wichtiges Thema drin, wenn alles ein Add-on ist oder eigentlich eine Verschachtelung von einem Haupt-Add-on, was das Projekt beinhaltet, der Policy Package, haben wir auch, was wir noch erwähnen sollen, seit letztes Jahr, das war auch ein Thema auf der PlonConf letztes Jahr mit separaten Talks. Man hat Theme-Add-ons. Also und der schönste Beispiel daran jetzt ist Volto Lighting, was ein Add-on ist, aber es gibt mehrere, auch mehr, ich glaube, kundenspezifische Theme-Add-ons, wo man sagt, okay, ich mache ein Add-on, wo in meinen Sites, meinen Projektdefinitionen stehen, aber für das Theme verlagere ich alles auf einen anderen Add-on, worin das Theme steckt. Und das Theme steckt nicht mehr in Volto, das Theme steckt am meisten in Theme-Add-on. Und eine der Beispiele, die wir zum Beispiel jetzt auch für die Demo-Sites, der demo-plone.org-Website verwenden, ist Volto Lighting. Also das ist eine ganze Konstellation von Verbesserungen, die man sieht. Das waren teilweise Experimente. Einige haben sich bewährt und man sieht, dass das kommt jetzt alles eigentlich in Volto 18 mit schon viel Vorbereitung. In Volto 17 kommt das zusammen. Möchte ich kurz noch etwas erwähnen, Philipp, weil Volto 17 hat auch schon TypeScript Support. War da eben möglich. Wichtiger Punkt, weil das war nur, man konnte ein Add-on mit TypeScript schreiben und TS verwenden statt JS. Aber was ich jetzt in Volto 18 sehe, woran Leute sich die, weil es ist ein bisschen eine Religion. Entweder, ja, ich mag TypeScript. TypeScript ist das Schönste, was es seit JavaScript gibt. Und andere sagen, nee, dieses Typing komplett scheiße, brauche ich nicht, zu viel Aufwand.
Aber was jetzt auch ist, Volta Frontend wird komplett über ein Config-Objekt generiert. Das ist der Plone Registry, was da auch ein separates Package im Monorepo ist. Aber da wird sehr viel mit JavaScript-Objekte wird hin und her geschoben und die müssen auch dann kommen wir jetzt wieder zu diesen Interfaces, man muss da die richtige Keys oder die richtige, wie heißt das auf Deutsch? Die richtige Keys muss man alle drin haben, wenn das etwas fehlt. Und das ist etwas, was man schön mit TypeScript überprüfen könnte. Und die gibt es jetzt. Also es gibt ein Package-Code, das heißt sich @plone_types. Und darin stehen jetzt für TypeScript, und das ist, glaube ich, nicht hagelneu, aber seit 4 oder 6 Wochen, sind die Plone Types, haben jetzt auch die Definitionen für die Config-Objekte, für zum Beispiel, was in ein Block-View oder ein Block-Edit, was da reinfließt, das kann man alles typen und dann sieht man auch, was da noch fehlt oder was man, sieht man schon vorab, was da losgeht. Also der basalen TypeScript-Support war es im Foto 17, aber jetzt wird durch die Leute, die das gern mögen, werden die Plone Types werden ständig erweitert, dass immer mehr Teile von der Konfiguration und was da an JavaScript Literal Objects hin und her fließt, dass das auch alles kontrolliert werden kann. Die Frage, die zentrale Frage ist eigentlich, was soll das Ganze? Und der Haupt-Takeaway von diesen ganzen Veränderungen, was das Boilerplating und das Tooling und TypeScript-Support angeht, ist, dass es für Entwickler einfacher wird, Sachen zu machen. Und deswegen werden Seiten schneller umgesetzt und haben bessere und schönere Features. Schöner ist natürlich die Aufgabe des Designers, dass das dann nicht hässlich aussieht. Aber deswegen wird Volto besser und die Volto-Seiten können mehr, als sie vorher können. Das ist, und der Einstieg als Volto-Entwickler ist bequemer, sodass, wenn man als Kunde jetzt sagt, irgendwie, okay, ich nehme eine Volto-Seite, dann kümmert man sich ja nicht unbedingt darum, wie gut es jetzt dem Entwickler geht, ob er das toll und schön findet. Aber am Ende des Tages hat es natürlich einen großen Einfluss auf die Qualität des Produktes, was dann am Schluss hinten rauskommt. Wenn man da die ganze Zeit mit Spaghetti-Code hantieren muss und nicht weiß, was passiert, wenn man an irgendeiner Schraube dreht, dann kann man nicht garantieren, ob das die Webseite oder das Intranet, das man damit baut, auch die Anforderungen erfüllt. Natürlich kann man mit dem jetzigen Volto auch immer noch Unfug bauen, aber ich denke, dass die Investition in diese Developer Experience und Maintainability und das macht auch die Dokumentation einfach einfacher, wenn das ein Projekt-Setup nur noch mehr oder weniger ein paar kleine Dateien hat, anstatt einen riesigen Rattenschwanz am Boilerplate. Das ist ein großer Vorteil. Lass dich doch mal kurz teilen, Philipp. Dann haben wir doch noch etwas an Screencast, also Plone Volto Repo. Und hier gibt es jetzt die Packages. Und dann gibt es natürlich Volto selbst. Aber auch die Types. Das sind die JavaScript, was ich soeben, die TypeScript-Types, die zum Beispiel den Block-Config-Objekte definieren und viel andere Objekte, die hin und her fließen zwischen den Komponenten. Unser Generator ist da drin, also das ist jetzt alles Monorepo und alles steckt da unter Packages. Aber es war noch, also ich habe nicht noch mit Victor gesprochen über, kommt Volto 18 in Plone 6.1, aber Victor hat mich doch etwas anders erklärt vor einigen Wochen und das ist genau, diesen kompletten Aufteilung in Packages, das ist natürlich für die Wiederverwendung, was du gesagt hast, wenn wir da ein separates Package haben Components und darin haben wir alle Komponenten, die wir immer wieder verwenden, zum Beispiel hier, all diese Knöpfe und alle stecken jetzt in Plone Components. Wo waren die vorher, Philipp? In Volto selbst. In Volto selbst oder die waren im Theme. In einem Theme. Ja. Wie konnte man diese überschreiben? Component Shadowing. Component Shadowing. Und dann oder muss man den Pfad wissen und wenn der sich ändert. Ja, aber gut. Ja, oder was du konntest, es gab schon ein Component Registry, also du konntest auch schon aufsuchen. Ja. Und du konntest auch schon, weil natürlich der Config Registry ist das Hauptblock. Darin kann man natürlich sagen, ich möchte gerne dieses Template haben, was im Hintergrund beschrieben ist. Ich kann auch einfach direkt sagen, für Komponent verwende
diese Funktion oder verwende diese und diese Sache. Also, das ist, das zieht da war sich auch ja noch durch die Möglichkeit. Ganzen Volto-Code durch in den ganzen Views, wo das relevant ist, wird irgendwie GetImageComponent, also nicht GetImage, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber nimm die Komponente für Image-Rendering und dann gibt dir die Registry die Komponente zurück. Und die wird nicht direkt importiert, sondern die wird aus der Registry geholt. Ja. Das heißt, wenn du als Entwickler in der Registry sagst, ich überschreibe meine Image-Komponente und baue dann Feature neu rein, dann ist es kein Patch und du registrierst du um, dann wird die automatisch überall verwendet. Ist natürlich, als Plone-Entwickler ist für uns sowas natürlich ganz normal, weil wir im Backend genauso entwickeln mit der ZOP Component Architecture. Da registriert man einen neuen Adapter auf das selber Interface, der ist ein bisschen spezifischer und schon hat man irgendwie seine Komponenten so zusammengesteckt, wie man es gerne hätte. Ja. Im Frontend ist es natürlich da bringen wir einfach jahrzehntelange Erfahrung der Softwarearchitektur in ein Ökosystem wie React rein, die damit noch nicht so viel zu tun haben. Und das ist ein unglaublicher Vorteil, den wir da mitbringen. Das ist genau, was Victor mich auch erklärt hat. Diese ganze jetzt neue Aufteilung in Plone Components und dieses Headless CMS ist nicht nur für Wiederverwendung, aber ist auch, was wir schon seit 20 plus Jahren im Backend gelernt haben. Ich meine, wir haben angefangen mit einfach ein Verzeichnis in Products hinzufügen, ohne Quellcode, Versionsmanagement und einfach noch kopiere oder mache mal ein ZIP-Package, haben wir eine komplette Konstellation von Paketen. Und bei Plone haben wir das ein bisschen zu viel gemacht mit 200 bis 250. Aber bei diesen Frontend-Projekten gab es gar nicht diese Aufteilung. Und wo wir jetzt bei Plone 6.0 im Backend schon und Richtung Plone 6.1 wird da durch verschiedene Leute sehr viel Mühe gemacht, ein bisschen eine Aufteilung zu machen zwischen die Base-Komponente, die Logik-Komponente und die Anwendungskomponente und diese Module so ein bisschen. Und das heißt, das ist die ganze Plone-Base-Initiative, weil wir hatten da in Python ein Problem auch, dass man nicht Module importieren muss, die wieder sich selbst via eine Schleife sich mal selbst, diese Self-Referencing Imports, das war ein Problem. Ja. Circular Imports, das müssen wir jetzt für Plone 6.1, aber die ganz andere Seite, Volto bis jetzt war Plone Volto, alles steckte drin. Wir hatten da Semantic UI Komponente, wir haben da jetzt React Komponente, selbst eigene Komponente. Und das ist jetzt auch für die Volto Entwickler ist es, wenn man jetzt zu einem Monorepo mit Plone Components, andere Pakete, kann man da jetzt auch eine schönere Aufteilung machen zwischen, okay, Plone Components sind alle UI Components, die da verwendet werden. Später zum Beispiel wahrscheinlich für die Anbindung mit dem Backend, was jetzt über Redux gibt. Dafür gibt es, ich bin den Namen vergessen, aber dafür gibt es ein separates Backend, glaube ich auch. Das ist der Client. Und so, also die all diese Sachen, die wir zusammen in der Schnelligkeit, relative Schnelligkeit auf 3, 4, 5 Jahre jetzt Fotoentwicklung, wo alles bis jetzt vor einiger Jahren noch blöd gesagt, schmeiß alles mal im Plone Foto Repo. Durch diese Aufteilung wird es jetzt auch übersichtlicher, wo jetzt die Komponente stehen, wovon man diese importieren kann und wird das auch eine bessere Sortierung von Base Libraries, Logik, visuelle Gestaltung und diese ganzen REST-API-Austausch und andere Sachen. Und natürlich, andere Projekte können es wieder verwenden. Man kann separat Plone Components verwenden in ein nicht React Setup Frontend vielleicht später mit Vue oder so etwas, dass man da doch die was auch immer, was man da verwenden kann. Aber für uns selbst wird es auch aufgeräumt und sieht man, wo die Komponente stecken. Und es ist nicht alles wieder in ein ganz großes Repo, wo alles reinsteckt und alles funktionieren muss. Und man kann später auch die Sache austauschen. Also wird sagen, okay, Plone Client, neue Version zum Beispiel. Das stimmt natürlich. Okay, lass uns mal weg von den Entwicklungsnews hin zu anderen Dingen, die passiert sind in der Plone-Welt gehen, würde ich vorschlagen.
Wir haben in der letzten Episode, Episode 20, haben wir relativ lang über die Plone-Tagung Ja, geredet. das war schön, ganz umgekehrt. Da haben wir gesagt, ey, wir waren da beide auf einer deutschsprachigen Plone-Conference, der Plone-Tagung. Das ist vielleicht für die englischsprachigen Leute ein bisschen schwieriger zu verstehen. Wir übersetzen mal ein bisschen, was wir da erlebt haben und was die Themen waren. Genau. Und jetzt drehen wir das um und machen dasselbe nochmal auf Deutsch, weil da sind ein paar Sachen gewesen, die schon, glaube ich, bedeutend sind. Klar, Plone-Events sind immer schön, auch die Leute zu treffen und das macht immer Spaß und man kann irgendwie gut essen gehen und man hat nette Gespräche und es ist auch anstrengend und so. Und man sieht Städte, schönere und nicht so schöne. Jedenfalls während dieser Plone-Tagung, die letzte war 2020 an der Universität Dresden. Dieses Mal war es an der Universität Gießen. Ganz herzlichen Dank für das Team von der Uni Gießen, die das organisiert hat und die Räume zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich auch an den Mike, der den Großteil der Offsite-Organisation und dann vor Ort natürlich das Management da übernommen hat und Moderation und so Sachen. Ganz tolle Arbeit. Ist jetzt nicht der allergrößte Event, weil er halt auch deutschsprachig ist und nicht so wahnsinnig viel Organisationsaufwand dahinter steckt. Also da steckt schon einiges dahinter, aber es Relativ. ist jetzt im Vergleich zur internationalen Plone-Konferenz ist es natürlich was anderes. Da kann man das so nebenbei, würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann das schon mit organisieren. Und was da schon immer eine Tradition war bei diesen Plone, oder früher waren es die DZUG, die Deutsche Zurb-User-Gruppen-Tagungen, oder jetzt eben dieser Nachfolger, die Plone-Tagungen, war, dass es auch User-Gruppentreffen von den Universitäten war. Und die Universitäten oder einige der Universitäten, die Plone verwenden aus dem deutschsprachigen Raum, waren auch diesmal wieder da. Und die setzen sich immer zusammen und quatschen halt, was sie betrifft. Und das ist normalerweise so eine Art Selbsthilfegruppe von Leuten, die sehr leiden unter First World Problems, würde ich mal sagen. Die aber real sind natürlich. Also die Maintenance von Seiten für Zehntausende von Usern, Studenten und Unipersonal, die da gleichzeitig draufgehen und Sachen ma machen, Anforderungen aus allen verschiedenen Abteilungen kommen, die wollen das und die wollen das und man muss beiden Nein sagen oder dem einen Ja. Solche Projekte sind immer schwierig, aber es gab ein paar Standards, die immer ein Thema waren bei diesen Usergruppentreffen von den Universitäten. Und zwar, das eine waren Migrationen. Die sind teuer, die sind unplanbar, die sind wahnsinnig schwierig und kompliziert und wir wissen nicht, ob wir die finanziert bekommen. Wir können da, wenn wir den Antrag an die Unileitung schreiben, die sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Warum Und das sind müssen wir natürlich. Geld ausgeben für was danach genau dasselbe ist wie vorher, nur eine andere Versionsnummer hat? Ja, also das sind immer die gleichen Projekte für Softwareprojekte, Migrationen, Upgrades und der andere, was du noch sagen wirst, wahrscheinlich ist Schnelligkeit des Systems. Aber das sind natürlich, weil die Systeme so groß sind, weil es Universitätsportale sind. Also dieses Jahr mit der Plone-Tagung war natürlich eine Präsentation von der Uni selbst, was die natürlich mit Plone selbst machen. Und wenn man auch diese Zahlen sieht, 150.000 Seiten, 1500 Redakteure, mehr als 1000 Formulare, die da drin stecken. Wenn man so etwas migrieren muss, dann ist nur die Menge ist schon ein Faktor, wodurch alles kompliziert wird. Auch wenn es 10.000 Mal das gleiche Content-Typ ist, gibt es natürlich immer dann noch Chance auf kleine Änderungen oder Ja, lokale Rollen. lokale Rollen, lokale Sachen. Also ja, das sind natürlich die größeren Projekte und problematisch. Ganz klar. Und genau an der, also der Punkt war, den ich machen wollte, ist, Migrationen waren kein Thema mehr. Und das ist ein großer Pluspunkt. Klar, liegt das natürlich daran, dass die meisten sind inzwischen auf Python 3 und die Migration nach Python 3 war schwierig. Aber B ist natürlich, dass Collective Export-Import Migrationen zu einem managebaren Ding gemacht hat. Und das ist einfach super, dass das bei den Universitäten auch so funktioniert. Ich meine, wir haben beide viel daran gemacht. Insofern ist das für uns total, für beide, glaube ich, ganz tolle Nachricht gewesen, dass das einfach
überhaupt kein Thema mehr war für die. Ich meine, die waren bei dem Talk, ich habe, glaube ich, einen über Migration gehalten, aber das war im Endeffekt, habe ich gesagt, RTFM, read the fucking manual, da steht alles drin und die haben gesagt, okay, machen wir und das passt schon. Und während dem Sprint hat einer seine Seite migriert. Also jetzt nicht eine Uni-Seite, das ist schon ein größeres Projekt. Aber das war toll. Aber es gab noch was, und das fand ich noch viel bedeutender bei diesem Treffen der Universitäten. Und zwar hatte ich die gefragt, wie es aussieht, weil die, es sind natürlich alles Classic-Projekte, Universitäts-Webseiten, weil die gibt es schon seit zum Teil 15, 20 Jahren. Ein paar sind ein bisschen neuer, wenn sie dann relaunched worden sind, aber die meisten haben einige Jahre auf dem Buckel. Und die Philipp, eine Universitätswebsite, wie offen ersetzt man die durch eine komplett neue Version? Also was ist die Investitionszeit in Jahre? Das ist 5 bis 10 Jahre, bis man das wieder macht. Also Volto ist erst 4, 5 Jahre recht da, also und natürlich mit solchen großen Projekten und die Universitäten und im Allgemeinen Behörden sind nicht die Early Adopters. Logisch, dass alle Projekte bis jetzt noch eigentlich Classic UI Projekte waren. Aber du hast gefragt, okay, welche nächste Version, Plone Version oder was würdet euch dafür verwenden, Volto oder Classic UI? Und das war erstaunend. Das war wirklich erstaunend. Das haben alle gesagt. Ich meine, es waren jetzt nicht 200 Universitäten da, es waren 5 oder 6. Es gibt noch ein paar mehr, aber die fallen alle in dieselben Kategorien da. Alle wollen auf Volto migrieren innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre, würde ich sagen. 2, 3 Jahre, ja. Das dauert immer ein bisschen, es sind größere, viele Daten. Ja. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und ein Zeichen des Erfolgs der Community, die Arbeit, die die Community reingesteckt hat, um Volto zu dem zu machen, was es ist, nämlich ein Productivity Booster, ein User Interface, mit dem man arbeiten will. Das Schönste war, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat, aber eine Uni hat gesagt, irgendwie, ja, die hatten den Plan, okay, Relaunch der Webseite. Und es gab genau eine Bedingung, es darf nicht Plon sein. Alles außer Plon. Dann ging halt dieser Beschaffungsprozess da los und Evaluation. Und das Team hat dann aber gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen Prototyp. Den machen wir mit Volto, mal so ganz rudimentär das Design von der Uni-Webseite in Volto umgesetzt und das hergezeigt. Und sofort waren die sold. Okay, das nehmen wir. Ist das Plone? Ist ja krass. Nehmen wir, wollen wir haben. Und ich bin immer noch sprachlos, wenn ich dran denke. Aber immer wenn man versucht, dann mit einer neuen Version, dann denkt man für das Produkt, was man schon hatte, denkt man nur an die alte Version zurück und nicht an die neue Version. Und natürlich, wenn die Technologie sich nicht grundsätzlich ändert, von Plone 4 nach Plone 5 zum Beispiel, war es nicht am Anfang leicht zu verkaufen, weil da haben wir auch sehr viel im Hintergrund verbauen müssen und es gab nicht so viel funktionale Erweiterungen oder der Benutzeroberfläche hat sich auch nicht, ja, hat sich doch mit diesem Toolbar, und das war der größte, aber das war mehr ein Hemmung als ein Feature, muss ich sagen, weil Leute gesagt haben, okay, aber die gleiche Funktionalität steckt noch drinter, der Toolbar steht jetzt nur links. Ja, genau. Aber jetzt mit Volto ist der User Experience ist so viel anders. Genau. Man muss es einfach sehen und verwenden. Genau, also dieser Blog-Editor, der Volto-Editor, Pastanaga-Editor und die blogbasierte Arbeiten ist einfach was, mit dem Redakteure unglaublich gut zurechtkommen, erstaunlicherweise. Also nicht erstaunlicherweise, ich finde es ja selber toll, aber dass das so gut ankommt, immer wenn man das eine versus das andere herzeigt, wollen die das haben. Ich meine, die neueste Version vom TinyMCE ist super und die Plone Classic hat unglaublich wahnsinnige Features. Aber diese bequeme Art und Weise, komplexe Seiten zusammenzubauen und trotzdem die komplette Power von Plone zu haben mit schemabasierten Content-Typen und Automatisierung und was man da halt alles mitmachen kann, ist einfach, ist Wahnsinn, ist toll. Also, Plone-Tagung war einen anderen Grund auch interessant, weil wir haben so mittlerweile haben wir die etablierte Events durch das Jahr, wo Community Leuten sich treffen.
Wir hatten da immer der Alpine City Sprint. Der konnte leider dieses Jahr nicht passieren. In der normalen Zeitspanne, ungefähr Februar, war das im Alpine City Sprint. Konnte man auch noch einen Ausflug machen und Skifahren. Aber das ging leider aus persönlichen Gründen. Haben Jens und Christine das nicht organisieren können. Die haben doch, glaube ich, letzte Woche haben einen Minisprint gemacht. Aber der Plontagung war jetzt auch das erste Event im Jahr, wo wir auch einen Sprint hatten. Wieder auf für 2024. Und da kam doch nach der großen Plone-Conference in Oktober, wo dann traditionell eigentlich die ein, zwei Monate danach immer Leuten ein bisschen in Ruhe gehen, nicht in Ruhe stand, aber doch relativ, dass wir sagen, okay, wir haben so viel für Plone-Conference vorbereitet, jetzt müssen wir doch auch noch für unsere eigenen Projekte arbeiten. Also dann November, Dezember passiert im Community etwas weniger. Aber jetzt bei Plone-Tagung, der erste Sprint, wo da auch Leute beieinander waren, haben wir doch schöne Sachen gesehen. Zum ersten Mal war da die Distribution. Zum zweiten Mal waren da die Distribution. Und zum dritten Thema waren auch die Distribution dabei. Weil es sind, ja, ich sage es jetzt so viele, weil es war auch auf drei, du weißt schon was ein bisschen, worauf ich, weil wir haben das natürlich auf Englisch auch besprochen. Zuerst mal, du hast daran fleißig gearbeitet, zuerst mal, was ist Plone Distributions? Plone Distributions ist ein kleines Add-on-Paket, was es ermöglicht, um ein Plone-Site zu templaten oder eigentlich vorab schon zu konfigurieren, mit noch ein Fragebogen vorab, wo man Sachen ausfüllen kann. Und danach wird der Plone-Site erstellt. Aber es ist auch möglich, um Beispieldaten, Beispiel-Content, Beispiel-Inhalte auch schon gleich reinzustecken. Ja. Und das war für Plone immer ein großes Thema, weil wir hatten schon dieses Aufbau mit einem Policy-Package und da konnte man Add-ons installieren, aber auch noch die Demo-Daten da reinstecken. Das ging auch noch, dafür haben wir einige Möglichkeiten. Aber diese dann auch noch pflegen und sagen, okay, ich habe jetzt ein Demo-Site gebaut, aber ich möchte jetzt noch dreimal, viermal Seiten hinzufügen und das wieder ins neue Demo haben. Dieses Roundtrip hat es nie gegeben. Nee, genau. Und die gibt es jetzt mit Plone Distributions, wo, wenn es möglich ist, eine Seite zu erstellen, einfach ein View zu öffnen und der schaut inside und exportiert alles wieder auf das File-System, auch in eine logische Weise für ein Versionsmanagement. Also es ist nicht so, dass es ein mega JSON von 50 Megabyte auf das Filesystem jetzt gespeichert wird. Nee, die tippen wird, also wenn ich da zwei Bilder ersetze, dann sieht man in den Git Commit, sobald man das wieder auf dem Filesystem mit diesem View den Content exportiert hast, sieht man, nur diese zwei Daten ein. Also das geht auch effizient. Und das ermöglicht einiges. Zum ersten Mal ermöglicht es, dass wir jetzt demo-plone.org hat jetzt nicht nur das Basis-Core Plone 6 Backend und Photo, aber hat jetzt ein bisschen mehr Stil und hat auch schönen Beispieldaten. Das ist zum einen. Zum zweiten hatten wir auf der Plone-Tagung haben die Unis oder die Vertreter von den Unis haben sich zusammengesetzt und gesagt, okay, wenn wir jetzt ein Plone-Demo-Site machen können, aber ein University-Demo, ein Universitäts-Demo, was soll reinstecken? Welche Kategorien sollen wir erwähnen? Welchen Add-ons sollen mindestens darin stecken? Also es war wirklich eine orientiertes Treffen auf ein Open Space und auch während des Sprints, wo die Leute einfach gesagt haben, okay, das ist ein Blaudruck wie ein Universitätsdemo, ein Blaudruck von Universitätsdemo. Und das war auch wieder ermöglicht mit diesem Plone Distributions. Richtig, das war lustig. Die haben wirklich den ganzen Tag geredet und auf dem Papier quasi aufgeschrieben, was da rein soll. Also braucht man jetzt Mitarbeiterprofile, wie sehen Institute aus beispielsweise. Und da gibt es auch ein rudimentäres Repository, das heißt plone.edu. Und da wird auch weiter dran gearbeitet, jetzt gerade momentan nicht mit voller Pulle, aber der Gedanke ist schon, das zumindest zu einer Demonstration davon zu machen, wie man als eine Bildungseinrichtung, wie eine Universität, eine Plone-Seite aufsetzt und was für Features man da drin haben kann. Und dafür sind Distributionen natürlich toll. Ich
muss auch noch einen Talk aufnehmen für den World Plone Day, der wird dann auch noch abgespielt, hoffentlich am Mittwoch, wo ich selber Plone Distribution verwende für ein Projekt, das tatsächlich nicht einfach eine Website ist, sondern tatsächlich ein sehr komplexes Projekt, um da Demo-Daten reinzuspielen. Und das ist unglaublich leistungsfähig. Ich bin ein großer Fan von dieser Distributionsgeschichte und da sehe ich noch viel, viel passieren in der Zukunft. Ja, es wird sicher interessant. Diese Plone Distribution wird sehr viel ermöglichen für Demos, für Blaudrucker und auch vielleicht für größere Setups, die oft kleinere Websites generieren müssen, neue Fakultätswebsites oder Projektwebsites. Damit kann man mit Plone Distribution für den eigenen Organisation kann man auch sehr schnell ein Template programmieren. Das. Genau, das heißt, wenn man installiert ist und klickt dann geht auf die Startseite und hat gesagt, willst du die Hauptseite, willst du eine Uni-Seite, willst du eine externe Einrichtung, willst du nur eine Veranstaltungsportal, keine Ahnung. Und dann hat man verschiedene Demo-Daten da und die Seiten werden vorkonfiguriert damit. Das, was Fred gerade zeigt, ist jetzt die Plone.org-Seite, die auch auf einer Plone-Distribution beruht und die Inhalte hat. Aus der Distribution. Und wenn man die ändern will, das haben auch schon Leute gemacht, dann muss man einfach nur das Repository auschecken. Da steht genau, wie es geht und wie man es lokal baut. Und dann klickt man mehr oder weniger auf Export. Also man ändert dann was, klickt auf Export und mit den Daten, die dann automatisch gemacht werden, in dem richtigen Verzeichnis, wo sie schon vorher lagen, kann man Diff machen, kann man Pull Request machen und am nächsten Morgen sind die Demo-Daten um einen Ordner reicher oder ärmer, je nachdem, ob man was gelöscht oder hinzugefügt hat. Ja, also zum Beispiel jetzt nur anschaulich noch, Plone Distribution, das ist das Paket, was es jetzt alles ermöglicht. Das muss rein, das muss mit einbezogen werden im Backend. Was dann zum Beispiel passiert, der Plone.org Website ist komplett Open Source. Kann man auch sehen, wie das generiert wird. Das steht auf Plone.org als Repo. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen tiefer geklickt und ich bin jetzt schon im Plone 6 Demo Add-on. Und dieser Add-on hat natürlich einige Änderungen lokal, behavior so weiter. Das gab's schon. Aber was wir ganz einfach hinzugefügt haben, ist Distributions Photo Demo. Und hier siehst du, dies ist die Speicherung von den Content-Inhalten. Und wenn man zum Beispiel, da hat der Vektor zum Beispiel hat auch Content wahrscheinlich geändert und hier noch etwas hinzugefügt. Genau. Und hier siehst du alles. Das ist das Schema von der Distribution, wo man noch fragt. Also das ist eigentlich nur die Standardfragen jetzt. Und das ist also noch nichts Besonderes. Aber man könnte noch hier zum Beispiel Hintergrundfarbe, Stilfarbe, Logos, man könnte hier alles noch hinzufügen. Und jetzt muss ich meinen Mauscursor wieder zurückfinden. Ja, und hier wird alle Content gelagert. Und hier siehst du, alle Items werden hier in separaten JSONs gemacht. Zum Beispiel, dies ist eine Seite, die da zum Beispiel einige Blöcke definiert. Und sobald man dies geladen hat, etwas ändert, kann man auch mit einem View es wieder direkt lokal in diesem Git-Repo speichern und als Commit zurückschicken. Und dann hat man das, hat man der Demo erweitert. Genau. Und worauf basiert das Ganze? Selbstverständlich auf Export-Import. Ja, aber da hast doch der Eriko wieder. Wir sollen ihn noch mal wieder erwähnen, weil Plone Export-Import. Ja, da kommen wir gleich dazu. Lass uns das ja noch nicht. Ja, das war's schieben. Okay, da darfst das, du erst. Das, du erst das schieben wir noch ein bisschen. Okay. Ja, also das war bei dem Sprint sind noch, also das ist passiert, die Plone Edu Sache ist passiert. Was mir auch sehr, auch an Classic wurde natürlich gearbeitet, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass Mike und oh Jesus. Mike und Peter, genau, Mike der Stappen und Peter Mattis, genau, haben an einem
neuen Relation-Widget für Plon Classic gearbeitet, um im Tiny MCE beispielsweise Bilder auszuwählen, hochzuladen oder in dem Relation-Feld das Ziel von einer Relation auszuwählen. Das ist wichtige Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn das in 6.1 für 6.1 fertig werden würde, weil das, was wir da haben, ist ein bisschen schwierig. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist so Select 2 und das Neue ist einfach besser und schöner und einfacher zu maintainen auch. Aber es ist, es war natürlich auch eine Tagung, es gab tolle Vorträge, gab es schöne Gespräche im Gang, so ist es immer, der Hallway-Track bei so Veranstaltungen ist das Tollste und das war, und das möchte ich wirklich hervorheben, es ist ein großer Gewinn, diese meine Türklingel, sorry. Du bist jetzt umgezogen. Dein Büro ist jetzt gerade neben der Tür, oder? Mein Büro ist in der Garage. Ich wohne hier in meiner Garage gerade und arbeite da. Und ich genieße das sehr und gucke auf den Garten. Das ist ganz toll. Das wollte ich sagen. Also Hallway-Gespräche. Genau. Nee, was ich sagen wollte, ist, die Plon-Tagung ist ja eine deutschsprachige Veranstaltung. Das heißt, die meisten Vorträge waren auf Deutsch. Selbst Moritz van Ries hat einen Vortrag und du, ihr habt Vorträge auf Deutsch gehalten. Großen Respekt dafür. Der große Vorteil davon ist, dass Leute, die jetzt nicht Core-Entwickler sind und es deswegen auch vielleicht nicht jeden Tag Englisch schreiben, lesen und quatschen, die Hürde auf klar, wer fährt irgendwie fürs Budget von einem kleinen Institut nach Brasilien auf die Plon-Konferenz, aber nach Gießen oder nach wo auch immer die nächste Konferenz sein wird, kriegt man A, das Geld und B, versteht man das, die Sprache, die die Leute sprechen. Ja. Und es kommen sehr viel mehr Menschen aus der lokalen deutschsprachigen Plon-Community, die dann Kontakt suchen und sich miteinander austauschen können. Besonders von der Seite der ich würde es mal sagen, User/Kunden/Tinkerer, Leute, die halt mit Plon arbeiten, aber vielleicht auch nicht deren, wo das deren tägliches Geschäft ist. Und das ist ganz toll, deswegen freue ich mich sehr, dass wir das hoffentlich nächstes Jahr wieder haben werden. Ja. Und das sollte es eigentlich in jedem Land geben. Ja. Aber wie gesagt, es gab sehr viele interessante, auch kleinere Präsentationen. Ich muss sagen, du hast noch etwas über Migration hast du präsentiert. Ich habe etwas über Containerisierung präsentiert. Das war auch ist auch ein Thema, was immer wichtiger wird. Ich habe Überblick gemacht und wie wir jetzt mit zum Beispiel für die Plon Foundation auch mit Docker und Docker Swarm arbeiten. Da hat Thomas Schor nach meinem Talk einen ausführlicher Talk gemacht über Kubernetes und das ist auch sehr dran. Ich weiß, letztes Jahr war schon ein Sprint, hat ein Thema auch mit Kubernetes dafür Templates zu machen. Es gibt schon einige Helm-Charts, aber dafür möchten wir dieses Jahr auch wirklich mehr machen, um dass wir da besseren Blaudrucke und Beispiele auch für Kubernetes-Einsatz haben, dass man Plon mit Kubernetes betreiben kann. Ja, deine Worte wurden erhört, weil bei dem Sprint in Innsbruck letzte Woche oder in Völs, ein Vorort von Innsbruck, beim Tiny Shiny Alpine City Sprint wurde viel an den Kubernetes Helm Charts gearbeitet. Und es gibt jetzt ein Repository namens plon.helm-charts. Mhm. Und da sind die Best Practices drin oder kommen die Best Practices rein. Das ist wohl noch nicht fertig. Ist auch noch nicht gemerged, die Arbeit von dem Sprint. Jedenfalls war es heute früh noch nicht. Und darauf wird aufgebaut. Das hat sicherlich eine große Zukunft, weil gerade für komplexe Deployments sich Kubernetes, wie man da auch immer individuell dazu stehen will, einfach als der de facto Standard herausstellt momentan. Ja. Wollte ich da eigentlich sagen? Bam, 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 bam. So eben. Nee, jetzt weiß ich es nicht mehr. Macht gar nichts. Ich sehe da. Natürlich, wichtig auch noch, du hast soeben gesagt, der Maurits hat auch, unser Release Manager hat auch auf Deutsch ein Talk gemacht, aber der hat sein Release Policy nochmals aber auf Deutsch nochmal erklärt und er hat das schon beim Plon Conference hat er schon ein Vorbereitung dafür präsentiert. Mittlerweile war das publiziert worden, aber es gab doch noch einige Fragen auch im
Publikum in Gießen für Erläuterung, für weitere Erklärung. Aber das ist doch wichtig anzusehen, wenn man Plone verwendet, dass es jetzt auf plone.org gibt es wie heißt das? Ein Link zur Release Policy. Ja, aber der Release Schedule ist erneuert und da wird genau. Jetzt ganz viel deutlicher beschrieben, wie lange wir welche Versionen unterstützen, was es bedeutet, dass wir noch Features reinbringen oder wenn wir nur Security Updates noch machen. Also das ist doch wirklich wichtig, mal sich anzuschauen. Weil wir haben damit angefangen eigentlich diesem Gespräch die JavaScript Welt, aber geht alles ein bisschen schneller rum mittlerweile in der Python Community auch, weil Python einfach jedes Jahr fast ein neuer Release bekommt, aber das bedeutet auch, dass es schneller zu Deprecation Warnings geben wird oder dass schneller Komponenten, die man verwendet in einem Projekt, end of life sind und man auf eine neue Version umsteigen muss. Und das ist auch für Plone als Projekt, wo wir viel verwenden aus anderen anderen Projekten, wird das immer wichtiger, dass wir sagen, oh, wir sind stabil, weil unsere Baublöcke sind auch stabil. Ja, die Baublöcke werden schneller ersetzt und wir müssen damit auch mitgehen. Also wichtig, um sich mal anzuschauen, was wir jetzt für Release Policy und Unterstützungstermine sehen für die nächsten Jahre, für die heutige und für die kommende Plone 6.1, Plone 6.2 Version. Ja, auch die Python-Versionen, das sind ja, da muss man schon immer was tun. Also im schlimmsten Fall muss es tatsächlich in ZOAP dann C-Code angepasst werden. Das ist jetzt tatsächlich der Fall gerade. Da wird daran gearbeitet. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Irgendwas in ZOAP Component, vermute ich mal. Wird daran gearbeitet, den C-Code kompatibel zu machen mit den neuen Python-Versionen, also Python 3.13. Die ist jetzt in der Alpha-Version und da sind einfach Sachen, haben sich da geändert in den C-APIs, die nicht mehr so unterstützt werden. Da muss man dieses Zeug anpassen und das ist jetzt nicht so, dass die Plone-Community irgendwie 400 Leute hätte, die sagen würden, C schreibe ich gerne. Nee, da laufen alle schreiend weg, bis auf vielleicht ein, zwei Leute. Aber nicht nur das, auch in Python selber ändert sich natürlich was. Also allein schon Python 3.12, Plone selber unterstützt Python 3.12 komplett, aber die Toolchain nicht alles und auch nicht alle Add-ons. Also ich habe beispielsweise gerade erst vor ein paar Wochen i18 Endune, das ist ein Package, das in Plone standardmäßig verwendet wird, um Übersetzungen zu managen. Das läuft einfach nicht in Python 3.12. Ich habe es jetzt aktualisiert und diese Sache, den Code geändert, aber es sind ja nicht nur 250 Packages, sondern es ist ein komplettes Ökosystem, das in Plone verwendet wird. Und die müssen alle mit den neuen Versionen auch funktionieren. Und da steckt auch immer ein bisschen Arbeit dahinter. Da kann man von außen sagen, irgendwie, ja, warum dauert es jetzt mal noch eine Woche länger? Oder kann man nicht irgendwie noch die älteren länger unterstützen? Das ist einfach alles Arbeit. Und da muss man dann auch manchmal entscheiden, Zöpfe abzuschneiden. Ja. Und zu sagen, okay, wir droppen den Support für alle Python-Versionen, die älter sind als 3.9 oder 3.10. Für genau, manche Packages. Genau, was du jetzt sagst, ich hatte das letzte Woche mit einem Add-on, wo ich sah, wir haben natürlich nicht nur, dass unser Quellcode mit dieser Python-Version funktionieren muss. Es ist alles noch, was drum steckt, mit zum Beispiel die Tests müssen auch funktionieren und die anderen Tools, die wir da drum noch verwenden, mit CI/CD, mit mittlerweile GitHub oder GitLab, die müssen auch mit dieser Programmierung. Also ich hatte letzte Woche, da war schon eine schöne Matrix, wurde getestet von Python 3.8 bis Python 3.11. Und der Fred dachte, ich muss jetzt diese GitHub-Actions mal hochziehen auf den letzten Stand. Python 3.12 muss auch bei, weil Plone 6.0 funktioniert jetzt. Liegt einem großartig um die Ohren manchmal. 3 Stunden später und ich muss sagen, ich sage immer, ich bin kein Entwickler. Ich mache ein bisschen von alles und ich weiß ganz schnell die Sachen miteinander zu verknüpfen, aber
3 Stunden später bin ich da irgendwo mit einem Setup-Tools und Pip-Version, der versucht, ein Paket zu Standard-Library-Paket zu importieren, was es nicht mehr gibt. Und ich bin da komplett verwirrt zwischen irgendwo ein Problem mit GitHub Actions, mit einem Script, mit einem Pip-Setup oder etwas anderes. Und das hat nichts mit dem Programmiersprache selbst zu tun, weil mal wieder lokal, VirtualEnv Python 3.12, make tests, alle Tests laufen. Ja, waren zwei kleinere Sachen, das waren Deprecations, das war 20 Minuten. Und die andere 2,5-3 Stunden, und ich bin noch immer nicht da. Und dann muss ich einfach mal rumfragen, wer weiß vielleicht, was da losgeht. Und es ist nur eine Python 3.11 nach Python 3.12 für ein Add-on. Welches Add-on war das? Das war Collective Taxonomy. Oh, okay. Also, das verwenden wir oft, deswegen muss das unbedingt auf 3.12 laufen und weil wir die Projekte alle nach 3.12 migrieren gerade. Guter Punkt, das muss ich mir anschauen. Ja, aber es sind so diese kleinen Sachen und das ist, ja, wie du sagst, das kostet einfach viel Zeit und mit dieser immer kürzere Erscheinungstermine zwischen neue Python-Versionen sind wir für die Add-ons, die wir unterstützen müssen und wollen und wo wir auch dieses Vorteil haben, dass einer das macht und das andere diese Add-ons verwenden, dieses 80-20-Prinzip, was ich da immer sage, man baut selbst, versucht 20% an maßgeschneidertes und Add-ons selbst als Pate zu pflegen und die anderen Leute in der Community pflegen dann die anderen 80%, die ich verwende in meine Projekte. So ein Modell, ja, das ist schön, aber es muss noch, man muss immer genügend Zeit dafür haben und mit dieser immer schnelleres Rumgehen von Python-Versionen und Stabilitätssache, die man überprüfen muss, ist das doch ein großer Teil meiner Zeit, als was es vor 5 oder 10 Jahren war. Ja. Aber das ist vielleicht das Klagen von alten Leuten, die sagen, ja, genau. Wir sind gerade die old man bitching about Plone. Genau, alles geht zu schnell heutzutage. Das machen wir jetzt mal nicht weiter. Ich glaube, das Takeaway ist, es ist viel passiert in diesem Jahr und es wird im letzten Jahr und es wird auch weiterhin viel passieren. Beispielsweise hat heute der Axolotl Sprint in Mexico City begonnen. Ich habe schon Fotos gesehen, wie die irgendwie auf so einem wildbunt bemalten Boot durch Mexico City auf irgendeinem Kanal gefahren sind. Oh ja. Das sah ganz toll aus und ich glaube, da gibt's, das macht sehr Spaß und das wird ein schöner Sprint. Ich wünsche allen, die da sind, eine schöne Woche. Das findet jetzt gerade, während wir reden, statt, also vom 15. bis zum 19. Und wir zwei sehen uns spätestens im Mai wieder beim Beethoven-Sprint in Bonn. Ja. Vom 13. bis 18. Mai ist der Beethoven-Sprint in Bonn. Da gibt es auch, soweit ich das weiß, sind sogar noch Plätze frei, weil die jetzt inzwischen mehr Bürofläche haben bei KubeConcept. Ja, wir haben noch einen Raum ist dazugekommen. Also genau. Wir haben noch etwas mehr Platz. Ja. Wenn man sich spät entscheidet, jetzt vielleicht noch auf die Plone.org gucken, da ist dann der Link zu dem Event und sich noch anmelden, ist Bonn im Frühling ist wunderschön, sind nette Leute, sind tolle Themen. Ich freue mich da sehr darauf, dran zu arbeiten. Und wenn es möglich ist, sitzen wir wieder im Garten, genau. Um ein bisschen zu entwickeln. Und natürlich als Event ansteht, aber das ist dafür machen wir jetzt diese Aufnahme, ist natürlich World Plone Day in 2 Tagen. Genau, und dann 24 Stunden Online-Video-Content für Plone. Ich weiß gar nicht, ob es genau 24 Stunden sind, möglicherweise mehr oder weniger. Bin gespannt. Ich werde nicht 24 Stunden wach bleiben, das ist ja schließlich nicht der Eurovision Song Contest oder sowas, aber ich werde mir das eine oder andere Video auf alle Fälle anschauen. Ja. Ja, und wie gesagt, letzte Woche war der Tiny Shiny Open City Sprint mit guten Sachen, aber das ist, mal schauen, was da jetzt noch bei Jens lokal auf dem Laptop steht und in GitRepo beim Helm Charts alles reinkommt. Bin gespannt, habe auch mit Jens noch schon darüber gesprochen. Er hat auch gute Vorschläge für allgemein für die Plone Container Images, was wir da verbessern können. Ja, genau. Also passiert einiges dieses Frühling. Und dann wird es noch den Buschenschank-Sprint geben in der Steiermark.
Den organisiert zum Glück der Hannes Ragam wieder, was eine ganz tolle Location ist mit viel schönem Weißwein, was man auf sowas Das steht. ist Juni, Juni, Juni. Ich bin da, weil ich bin da leider wieder. Bei uns passiert persönlich so viel beim Verwandter und Geburtstage. Und ich hatte schon, und hatte mich jetzt dieses Jahr ganz früh war schon geplant. Und da muss ich doch wieder sagen, es passiert bei mir zu viel. Ich schaffe es einfach nicht. Aber das ist Juli, Juli, Juli. Das ist 19. Juli bis zum 19. 14. bis 19. Juni. Juni, 14. bis 19. Juno. Juni diesen Jahres in der Steiermark. Die findet man alles auf plon.org. Und wer noch nie auf einem Sprint war und das hört, weil, keine Ahnung, aus Versehen Maus gerutscht, hingekommen. Diese Sprints sind toll, es sind super nette Leute und man lernt unglaublich viel, sich neben jemanden, selbst wenn man noch kein Core-Entwickler ist oder auch nie werden will, lohnt es sich total, auf so einen Sprint zu gehen und die Leute, nicht nur die Leute kennenzulernen, sondern neben denen zu sitzen und zu gucken, wie funktioniert das, was die machen. A, kochen die auch alle nur mit Wasser, auch wenn manche davon aus meiner Sicht irgendwie Genies sind. Aber trotzdem, sie rennen auch in dieselben Probleme, die man in seinem tagtäglichen Entwicklerleben hat manchmal. Und man kann sich austauschen, man kann von denen lernen und erstaunlicherweise, selbst wenn man relativ neu ist, können die von einem auch. Das ist, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, auf so einen Sprint mal zu gehen und sich das anzuschauen. Und sonst mit Community Events sollte ich noch erwähnen, wir haben seit letztes Jahr, also seit wir der letzte Podcast auf Deutsch aufgenommen haben, haben wir wieder die Plone Tune-Ups sind zurück. Wir hatten das schon früher, und mit früher meine ich vor 10 oder 15 Jahren, aber unter einem anderen, unter verschiedenen Namen. Aber da war auch, hat das Tune-Up hieß es damals eine Weile, wo wir uns einfach sagen, okay, wir reservieren mal, das ist diesmal einmal im Monat der Freitag, und wenn wir etwas am Community leisten möchten und mithelfen möchten, oder man ist in einem Team aktiv, und wir machen das jetzt fürs Marketing-Team im Besonderen, dass wir dann uns an diesem Freitagmorgen oder Freitagnachmittag, wo man sich auch immer in welcher Zeitzone man sich befindet, dass wir uns kurz melden auf unseren Discord-Channel. Da gibt es einen Channel dafür. Und wir plaudern miteinander, wir begrüßen einander und wir können mal gemeinsam an Sachen arbeiten. Und es macht einfach Spaß zu wissen, dass man das gemeinsam macht, wo in der Welt man steht. Aber zum Beispiel ein neues Add-on für der Plone.org-Website hinzufügen, etwas mit Systemverwaltung, was ich mache, Artikel werden geschrieben. Und ich glaube, die Teams mittlerweile, Fototeam, zum Beispiel, möchte ich auch mal schauen. Also, das sind diese, dass wir ein bisschen Community-Gefühl zurückbringen, dass wir sagen, okay, meistens am zweiten oder dritten Freitag im Monat. Und der nächste, das wird ein bisschen spannend, weil wir haben natürlich viel schon zu tun für World Clone Day. Da machen sehr viele Leute jetzt Aufnahme dafür. Aber wir haben am 19. April ist der nächste Tune-up, Oh, also nach 2 Tagen, also Freitag diese Woche, Freitag diese okay. Woche. Also wir machen dieses Recording auf Montag. Es wird am Mittwoch sieht man es. Also wenn man am Freitag noch Lust hat, komm mal vorbei auf dem Discord-Channel und schau mal, ob es etwas zu tun gibt. Und der nächste Tune-up ist dann normal, also im Schedule ist das dann am 17. Mai auch wieder. Was interessant wird, weil das ist der Freitag vom Beethoven Sprint. Oh Gott. Also Wenn man etwas monatlich plant, kommt es oft zu Doppelplanungen. ich glaube, man merkt schon, irgendwie Plone ist nicht nur ein Job, sondern ist irgendwie auch ein Lebensgefühl, das Lebensgefühl, einen vollen Kalender zu haben vielleicht. Oder auch manchmal tolle Events. Man muss ja nicht alles mitmachen. Ja. Ich fahre ja auch nicht zu jedem Sprint, aber viele. Ich nehme schon viel mit und genieße es auch sehr. Ja. Wir wollten eigentlich noch relativ lang über die Zukunft reden, aber wir sind jetzt schon bei 1 Stunde 12. Und wenn wir jetzt anfangen, noch über 2034 war meine Idee zu reden, Ja, was du ist das müsstest Thema ganz weit. 2034, dann müssten wir, bis wir fertig sind mit dem Thema, haben wir, glaube ich, beide graue Haare. Noch mehr graue Haare. Ich habe schon ein paar, aber Ein paar, ich habe schon ein sieht paar man mehr. nicht. Aber ja, ganz gut, Philipp. Ich fand das doch schön, mal ein bisschen weiter zum Blick. Du hast gesagt, okay, nächstes Jahr, was siehst du, was da bloß? Also
ja, ich hatte da wir haben das gut Ambition natürlich vorbereitet. Was ich da wirklich denke, diese Plone Distributions, womit, das war schon eine Idee von 2-3 Jahren. Ja. Letztes Jahr hat das Ambition angefangen auf der Open City Sprint, waren die ersten Ideen da, haben viele Leute daran gearbeitet. Und jetzt ist die Version 1.0 ist da. Wir haben Demo-Plone.org. Und die, ich denke, nächstes Jahr, wenn wir vermutlich einige mehr, wenn wir einige Distributionen sehen. Und ich, was das verursacht, denke ich, ist, dass wir wieder ein wieder kleinere Ökosysteme haben werden in Plone, wo es mehrere Add-ons eine Gesamtlösung bilden. Weil das ist jetzt, wir haben jetzt so viel, in so viel unterschiedliche Richtungen ist entwickelt worden mit das neue Photo-Frontend. Da musste natürlich sehr viel neu implementiert werden. Da sieht man auch, das ist mehrere Versionen von Implementierungen, wo man gedacht hat, ah, so machen wir es. Ah, nee, doch nicht so. Oh, vielleicht doch so. Dropdown-Menü, Fat-Menü, Grid-Block, Image-Komponente. Ja. Und das ist natürlich, das sind nur die auf die niedrige Ebene, die Basiskomponente. Aber auch zum Beispiel ein Search-Block, was jetzt wirklich geil ist, was man damit schon mit Facets darin machen kann, aber auch andere Sachen. Das für mein Gefühl, Plone ist jetzt 23, 24 Jahre alt, aber mit dem neuen Photo Frontend sind wir erst 4, 5 etwas Jahren da. Da müssen wieder die Backend und die Frontend Komponente und die Basisblöcke und diese Feature Rich Add-ons, die mit Full Funktionalitäten, diese zum Beispiel ein Message Board oder solche Sachen, ich weiß nicht, ob diese alle wieder zurückkommen, aber wenn man denkt, okay, ich möchte ein Plone Distribution haben für zum Beispiel ein Intranet, dann braucht man dafür eine Gruppe von Add-ons, die gut miteinander zusammenarbeiten. Und davon sehe ich, die letzten Jahre haben wir ins Wilde für Kunden haben wir ganz tolle Sachen gebaut. Aber die Distributionen wird es wahrscheinlich ermöglichen, dass wir nächstes Jahr sagen können, oh, Sie möchten ein Universitätslevel Website haben, worin zum Beispiel Informationsarchitektur wichtig ist. Dann gibt es diese Version von Collective Taxonomy, was gut funktioniert mit diesem Search-Block und was gut funktioniert mit dieser und dieser anderen Blöcke zusammen. Und dann wird es wieder ein bisschen einfacher, um in der Küche zu schauen von einem Kollegen, wie man zum Beispiel so ein Projekt, welche Komponente man dafür verwendet und wie die ineinander stecken. Ich denke, du hast total recht, dass genau das passieren wird. Ich gucke immer so ein bisschen auf das Awesome Volto Repository, in dem die wirklich gute Add-ons für Volto drin gesammelt sind. Und mein Eindruck ist immer, okay, da wird das entwickelt und dann wird nochmal das entwickelt und nochmal das und nochmal das. Und ich glaube, es wird sich ein bisschen konsolidieren. Das heißt, es wird eher generische Standardlösungen für beispielsweise Dropdown-Menü oder andere Sachen zusammenkommen, und Distributionen sind das Tool, mit dem man diese gemeinsam super schön testen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir sofort dahin kommen, also du willst eine Universitätswebseite, klick hier und dann hast du sie, macht 0 Euro, viel Spaß damit. Ja, wie gesagt, das sind komplexe Projekte, das geht nicht. Die sind natürlich größer, aber die ersten Schritte zu sowas hin und auch für die Entwickler dann tatsächlich, also die dann so ein Projekt umsetzen müssen, zu sagen, okay, wir nehmen diese Komponente und das und das und das, stecken das zusammen und dann wird da ein Schuh draus am Schluss. Dafür sind Distributionen natürlich toll, und ich glaube auch generell, dass die Volto-Entwicklung sich dahin geht, dass man sagt, okay, man braucht jetzt nicht für jeden Unfug einen neuen Block und dann hat man 18 Milliarden Block-Add-ons, sondern man versucht einfach die Sachen, die da schon da sind. Also ich finde, der Teaser und Listing-Block und Search-Block, die sind zusammen dann natürlich mit dem Grid-Block, der eher UI-Geschichte ist, aber Teaser, Listing und Search-Block sind so unglaublich leistungsfähig, dass man 95% jeder Funktionalität, die angefordert wird in dem Projekt, damit umsetzen kann, mit Blockvarianten und Schema-Enhancern, klar, aber das ist der Kern, und wenn man die vernünftig verwendet in der Architektur als Entwickler,
dann kommt da, wird da echt ein Schuh draus. Dann ist es ganz toll. Und dann muss man auch nicht mehr, ich meine, dann hat man hier ein paar Erweiterungen an den Schemata und ein paar neue Felder, aber es ist immer noch der Teaser-Block. Ja. Und es ist immer noch der Search-Block oder der Listing-Block und man hat halt eine neue Variante da drin und hat nicht diesen Code-Bloat, den man sonst hat, wenn man sagt irgendwie, ach, ihr wollt hier irgendwas, dann mache ich da mal einen Block für. Das ist, ich glaube, da geht man dann von weg. Ja, aber es ist einfach interessant zu sehen. Also zum Beispiel nur kurz, wir machen normalerweise, machen wir auf Englisch, dass wir einige Demos vorbereiten oder Add-ons auch besprechen. Ganz kurz, was auch wieder mit diesem Plone Distribution da ist. Ich hatte gesehen, ich schaue einfach, was wird da geändert durchleuchten in Awesome Photo, das ist neu. Vor einiger Woche wurde Photo Double Range Facet wurde hinzugefügt. Ganz kleines Modul, gemacht für die EER-Websites. Ich glaube, hier ist Code Syntax ist dran. Und das ist nur ein Widget, was wahrscheinlich man viel in der Searchblock verwendet. Wie teste ich so etwas? Also es sieht schön aus. So wird es wahrscheinlich, kann man das als Facet kann man das selektieren. Aber es ist nicht einfach testbar. Muss ich da sagen, Heads off für Code Syntax, weil ich kann einfach das Repo kann ich herunterladen jetzt. Git Remote. Also ich habe einfach jetzt das Repo von GitHub. Man macht ein Make Install und danach macht man ein Make Start. Und dann wird schön im Hintergrund wird mit Docker Compose wird ein Frontend und ein Backend wird schon konfiguriert und wird hochgefahren. Und dann könnte ich diese Add-on schon darin testen. Das ist die Idee. Aber leider ist es jetzt nicht ein Content-Typ, es ist nur ein Widget, was genau. Für ein Search-Block da ist. Also wenn ich das jetzt versuche zu testen, dann hoffe ich jetzt, dass es lokal bei mir localhost 300. Ja, und jetzt, nee, das habe ich wieder ein Problem mit Content. Also, Vorführeffekt. Macht nichts. Ich glaube, der Punkt ist der, mit der Distribution kann man für diese Add-ons den Demo-Content gleich anlegen. Man kann eine Suchseite konfigurieren, weil die Facetten auf einer Suchseite und die Widgets dafür sind ja Teil des Demo-Contents. Das ist ja in JSON im Objekt drin. Und wenn man das in das Repository mit reinpackt, dann hat man mit einem Klick hier Demo-Seite und mit dem Suchblock, mit den entsprechenden Widgets, mit Content, wo tatsächlich so ein Range-Suche natürlich auch Sinn macht. Genau, weil man hat schon auch beim README schon erwähnt, das macht jetzt nur auf Integers, aber wir haben in Index haben wir kein Integers. Genau. Bis jetzt. Es könnte, was man zum Beispiel machen könnte, aber dann brauchen wir in einem Default-Plone-Setup für den Publikationsdatum brauchen wir das Publikationsjahr. Und dann könnte man zum Beispiel so ein Slider, ein Schieber Regler machen, dass man sagt, okay, ich möchte gerne alle Publikationen zwischen 2018 und 2022 finden. Genau. Aber das Range Index gibt ja auch das Widget, gab es tatsächlich in EAA Facet Navigation in Classic. Genau, und dies ist die neue Version, aber man hat es schon fast fertig gemacht. Also das geht schon, das ist auch mit Docker Compose, alles hervorragend. Aber dann, um es wirklich zu testen, um es wirklich One-Click-Test zu machen, muss man auch noch eine kleine Änderung in DateRange oder im Index machen und muss man etwas Beispiel-Content haben und dann kann man das gleich testen. Und das ist dieser letzte Schritt, der wahrscheinlich mit Plone Distributions auch ermöglicht wird. Und dann können wir nächstes Jahr sagen, auch mit dieser Awesome Plone und Awesome Foto-Liste, geile Erweiterung, kurz git clone, make install, make start, ausprobieren, ja, funktioniert, ich verwende es. Und das ist wirklich ein Teil unserer Arbeit, die es bis jetzt schwieriger war, weil man musste sich genau auskennen mit den Add-ons doch und wie viel man von einigen Add-ons wusste. Das haben wir auch immer dieses Spiel gemacht auf Konferenzen. Kannst du dieses Add-on schon? Wir machen das bei TPN natürlich, dass wir vorführen wie ein. Aber Philipp, wir brauchen da doch mindestens 10 Minuten bis 2 Stunden für jedes kleines Demo, um ein Projekt ein Beispielprojekt zu haben, worin es funktioniert. Genau.
Und das würde ich für nächstes Jahr im ganz Großen mit Plone Distributions für eine Internet-Distribution oder eine Universitäts-Distribution oder eine Blog-Distribution sehen. Aber diese Distribution wird wahrscheinlich auch es ermöglichen für uns Entwickler, dass wir mit wenig Aufwand für Kollegen, für Interessierten unsere Add-ons viel besser demonstrieren und publizieren können, damit es gleich deutlich ist, wie und es eigentlich ein Demo eingebaut ist. Das ist richtig. Ich glaube, du hast da zwei Punkte angesprochen, über die wir nächstes Jahr auf alle Fälle reden werden und vielleicht sogar deutlich länger als nicht nur 2025, sondern vielleicht sogar bis 2030. Ich meine, die Zeit vergeht schnell. Und zwar einmal natürlich Distributionen, klar, das war der nullte Punkt, aber der eine ist die Dockerisierung, die Automatisierung und die Containerisierung von Plone wird immer weiter fortschreiten. Und ich finde es super, dass jetzt CodeSyntax da beispielsweise eine Demo hat mit einem einfachen Docker Compose, das gleichzeitig ein Backend und ein Frontend mit einem Befehl hochfährt. Das ist für eine Demo natürlich großartig, weil man nicht mit irgendwie 1000 Prozessen arbeiten muss. Für uns ist es jetzt nicht so schwierig, diese zwei parallel laufen zu lassen, aber zum Testen und zum Validieren von, ist das überhaupt was für mich, wenn man da nur einen Befehl eingeben muss und sich da die entsprechenden Docker-Images zieht, dann ist es natürlich großartig. Und dazu gehört auch, dass die Community sehr viel Zeit und Arbeit investiert in die Standard-Docker-Container, also Docker-Backend und Docker-Frontend, die da gemaintained und weiterentwickelt werden und auf denen man dann seine Projekte und auch die Demo-Seiten und auch die Distributionen aufbauen kann und dass da viel Zeit und viel Energie reingesteckt wird. Und das ist ganz, ganz großartig. Und da profitieren wir auch in unseren Projekten beispielsweise davon, weil wir natürlich die Standard-Plone-Docker-Container als Basis verwenden und packen dann nur noch unseren Kram obendrauf und verändern vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Und dann ziehen wir noch die Distribution von, haben wir gerade letzte Woche, habe ich das fertig gemacht, über ein Projekt rein, damit im CI die Demo-Seite, die intern getestet werden kann, mit per Distribution angelegten Demo-Content automatisch gebaut wird. Und das ist natürlich, wenn man das weiterdenkt, ist es nicht nur für die Entwicklung und zum Testen, die ganze Containerisierung. Ich habe vorhin davon geredet, dass bei dem Sprint letzte Woche an den Helmcharts gearbeitet wurde. Das ist natürlich für das ganze das Standardisieren des Testens, des Installierens, ja, des Deployens ist ganz wichtig, weil das ist immer wieder ein Painpoint, weil es ist einfach ein sehr komplexes System mit vielen beweglichen Teilen. Und wenn man sagt, irgendwie, ich habe hier 250 Pakete Python und jetzt muss ich mir selber überlegen, wie ich diesen Käse deploy, da kommen die Leute ja in den Wald. Das, ich meine, da braucht man ja Jahre, um sich da dran zu entwickeln. Deswegen, wenn die Plone-Community da beispielsweise Helmcharts zur Verfügung stellt oder auch andere Lösungen und die als die Default-Standards zum Deployment dokumentiert und maintained, dann ist das ein Riesen-Win für die ganze Community, weil man sagt, man geht auch in ein neues Projekt, was weiß ich, man erbt ein Projekt von einer anderen Firma und das ist nicht, oh, die haben sich was ganz Neues ausgedacht. Nein, das basiert auf den Standards, die Deploy-Community gebaut hat. Die Docker-Container werden genau so gebaut und nicht irgendwie selber. Ja. Und um noch ein bisschen zurückzuschieben, Philipp, ich habe noch einen Screenshare gemacht. Wir haben mittlerweile 6.docs.plone.org, da gibt es ein Unterverzeichnis Storybook und dann wird ständig, wenn etwas im Plone Volto in dieses Packages oder bei Plone Components wird jetzt alles als Beispiel auch, und das ist, ich hatte so eben dieses Double Date Range, das ist ein Add-on, aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Komponenten in Volto selbst, Core-Komponente, und die sind alle jetzt testbar und anschaubar und weiß man, was drin ist, in unserer Dokumentation, und das wird alles mit Storybook gemacht. Und das Tolle daran ist, schau mal, der Login-Component, der schaut bei mir jetzt Standard schon meine Single-Sign-On-Sachen wird er lokal. Das ist eine Erweiterung von meinem One-Password. Der sieht wirklich, das ist ein Login-Fenster mit genau diese Attributen. Genau. Ich mach mal, ich sehe mal, also hier, mein Plone Community Logins sind da drin. Also das funktioniert wirklich komplett wie im Browser, kann man das schon durchtesten. Die Checkbox, alle
aller Widgets, die es gibt, die Object Browser Widgets zum Beispiel, gibt es Single Element, gibt es Sachen, hier kann man einfach testen, kann man das also das ist auch schon alles testbar und alles ein Index, ein Katalog von Komponenten. Ja. Also das ist großartig. Großartig. Philipp. Ich habe ja gesagt zwei Punkte und das war nur einer der Sache mit der Dockerisierung oder Containerisierung. Der zweite ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, nämlich Export-Import. Und zwar nicht Collective Export-Import, sondern Clone-Export-Import. Ja. Weil Collective Export-Import ist das Add-on, das für die Migration von Clone-Seiten verwendet wird und ist der de facto Standard dafür. Aber Enrico hat den Plone 6 und Python 3 kompatiblen Code davon genommen, verschönert natürlich, wie es seine Art ist, und mit Type-Hints versehen und solche Geschichten, für die ich immer zu faul bin, und als Plone Export Import gebaut. Und das ist der Clou, und deswegen werden wir da nächstes Jahr auf alle Fälle darüber reden und vielleicht sogar 2030 noch, das wird im Core landen. Und zwar nicht nur als Dependency von Plone Distribution, weil Plone Distribution ist ja nicht, verwendet man ja nicht, um eine Seite zu migrieren, sondern ist um quasi den Content von derselben Version zu ändern und neu aufzubauen. Das funktioniert natürlich dann auch mit Plone 6.1 und mit Plone 7 jetzt nicht wahnsinnig viel anders, weil die Typen ja dazu zueinander passen. Sondern das passiert mit Plone Export Import. Und wenn das im Core ist, dann hat man die ganze Funktionalität, also alle Features von Collective Export Import in Plone Core. Und dann muss sich nur noch jemand hinsetzen und sagen, ich baue jetzt noch da haben wir schon viel drüber diskutiert bei verschiedenen Gelegenheiten. Philipp, ein schönes User-Interface zu sagen, diesen Ordner exportiere ich jetzt und kriege den als JSON in irgendeiner Art und Weise. Oder ich deploy den auf auf eine andere Seite. Das ist ein tolles Philipp, Teil. Wir haben noch 10 Sekunden, dann sind wir über anderthalb Stunden. Also. Oh Gott, dann lass uns Schluss machen. Schluss. Und was wir 2034 besprechen, besprechen wir dann nächstes Jahr. Und ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch beim World Plone Day. Fred, ich freue mich, dich in Bonn zu sehen und heute gesehen zu haben. Und wir wollen Ende dieses Monats auch wieder eine Episode regular English Episode auf Plone Room aufnehmen. Genau. Mach's gut, Philipp. Danke. Bye, Fred. Ciao. Tschüss.